Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute geht es endlich wieder los mit Fotografieren außerhalb des eigenen Zuhauses. Ich bin endlich mal wieder nach Bayern gefahren. Genauer gesagt sind wir heute am Ammersee und wir haben hier ein relativ bekanntes Fotomotiv von diesem Holzhaus direkt am See. Wir werden den Sonnenuntergang fotografieren und genauer gesagt geht es heute mal um Polfilter. Viel Spaß! Ich werde auf jeden Fall ein bisschen weitwinkliger gehen, damit wir das Haus hier im Vordergrund schön betonen und gleichzeitig auch viel Himmel drauf bekommen. Ich werde jetzt mal gucken, was wir hier für Einstellungen benutzen. Ja, 24 mm ist fast ein bisschen wenig. Ich gehe mal so auf ungefähr, also bei 20 mm bin ich jetzt im Querformat. Das sieht schon mal ganz gut aus. Vielleicht gehe ich noch ein Stück weiter raus. So, jetzt haben wir schon einen ganz coolen Himmel hier drin. Und was jetzt sofort auffällt, erstens, ich werde jetzt hier mal in den Videomodus von meiner Kamera schalten, damit ihr das mal mitsehen könnt, was jetzt hier passiert. Also was mir als erstes sofort auffällt, der Himmel ist jetzt an der Stelle, wo jetzt die Sonne da hinten untergeht. Man sieht sie zwar gerade nicht direkt, aber natürlich ist der Himmel da noch viel zu hell. Das heißt, wir könnten das Ganze natürlich noch ein bisschen abdunkeln, aber andererseits ist es dann natürlich so, dass das Haus viel zu dunkel wird. Das heißt, wie können wir das Ganze so ein bisschen kompensieren? Dafür werde ich jetzt tatsächlich mal einen Polfilter benutzen. Ein Polfilter hat nämlich mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Zum einen, und das ist die erste große Möglichkeit, eigentlich die, die immer als erst genannt wird, wir können Spiegelungen damit entfernen. Das heißt, das funktioniert jetzt hier natürlich auch dann wahrscheinlich gut in dem Wasser. Wenn ich keine Spiegelung möchte, sondern wenn ich wirklich auf den Grund des Wassers gucken möchte, dann kann ich das mit einem Polfilter erreichen. Die zweite Möglichkeit, für die man einen Polfilter nutzen kann, ist, das Blau im Himmel noch so ein bisschen herauszuarbeiten. Das heißt, das Blau wird noch ein bisschen dunkler, wird ein bisschen mehr gesättigt. Und genau das ist jetzt hier auch mein Ziel mit dem Himmel, dass wir da tatsächlich den Himmel an dieser Stelle noch ein bisschen dunkler bekommen und somit ein wirklich ausgeglichenes Bild bekommen. Man muss allerdings darauf achten, wenn man das mit einem Polfilter erzielen möchte, dass der Polfilter nicht das gesamte Bild flächendeckend so ein bisschen dunkler macht, sondern dieses Blau wird meistens nur an bestimmten Bildteilen dann dunkler bzw. mehr gesättigt. Und das ist ja so ein kleiner Nachteil, kann aber natürlich auch zum Vorteil werden. Da müssen wir jetzt einfach mal so ein bisschen gucken, dass wir das hier in dem Bild gut umgesetzt bekommen. Ich werde jetzt hier einfach diesen Polfilter mal draufpacken. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich schon sehr lange mit der Firma Nisi zusammenarbeite, bin für die auch Ambassador. Und ja, Nisi stellt einfach für mich sehr, sehr gute Filter her. Unter anderem auch einen coolen Polfilter für meinen 14 bis 24 mm. Das ist sehr, sehr weitwinklig. Und gerade mit Weitwinkelobjektiven hat man immer so ein bisschen das Problem, dass bei Polfiltern dann auch schnell mal eine Vignettierung entstehen kann. Das ist bei dem aber nicht der Fall. Du siehst jetzt natürlich auch, das Ding ist erstmal sehr, sehr groß. Also das ist jetzt hier mein kompletter Objektivfalter und hier drin, das Ding hier, das ist der Polfilter. Den kann ich jetzt hier drehen, den habe ich also einmal hier so reingeschraubt und jetzt kann ich den über das kleine Rädchen hier sehr schön drehen. Und genau dieser Dreheffekt erzeugt dann auch quasi den Effekt eines Polfilters. Je nachdem, wie ich den drehe, je nachdem, in welchem Winkel ich dazu stehe, erzielt man damit verschiedene Effekte. Die ganz krassen technischen Details werde ich jetzt hier nicht erwähnen. Ich bin einfach auch nicht so dieser Technikfreak, das wisst ihr ja. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, wie so ein Polfilter ganz genau funktioniert, dann verlinke ich euch unten einfach mal den Artikel zu Wikipedia und da wird das Ganze sehr physikalisch auch nochmal ausgiebig erklärt. So, ich packe den jetzt hier einfach mal drauf. Verschließe den einmal. Und jetzt habe ich hier erstmal meinen Filterhalter, wo nur der Polfilter drin ist. Keine anderen Filter drin. Ich brauche hier nur den Polfilter. Und du siehst jetzt auch sofort hier in der Aufnahme, dass die wesentlich dunkler geworden ist. Das ist auch noch ein Effekt eines Polfilters. Der nimmt also auch noch mal ja, so ungefähr eine Blendenstufe bis anderthalb Blendenstufen an Licht noch mal weg. Bedeutet, wir können den auch nutzen, um zum Beispiel auch das Bild noch ein bisschen abzudunkeln. So, jetzt kann ich dir mal direkt in dem Video hier zeigen, wie der Effekt aussieht. Also ich drehe jetzt einfach mal an den Polfilter und jetzt achte mal genau als erstes auf den Himmel.
je weiter ich jetzt hier drehe, dann siehst du gerade in der linken oberen Ecke, dass der Himmel da dunkler wird. Also das Blau wird einfach ein bisschen mehr betont. Hier sieht man es sehr, sehr deutlich. Und wenn ich jetzt wieder weiter drehe, dann geht dieser Effekt wieder raus. Und jetzt kann man mal unten auf das Wasser gucken. Auch hier sieht man, ja, der Effekt ist jetzt hier in dem Winkel nicht ganz so krass, aber theoretisch, man nimmt so ein bisschen die Spiegelung raus. Man kann ein bisschen mehr durchgucken. Ja, gerade jetzt hier unten sieht man in dem Bereich hier, dass die Steine ein bisschen sichtbarer werden. Und wenn ich jetzt wieder weiter drehe, dann sieht man, dass hier die Spiegelung wieder mehr reinkommt. Also so ein bisschen sieht man den Effekt hier ganz gut. Und genau deswegen verwende ich auch an dieser Stelle hier den Poolfilter. Ich drehe ihn jetzt mal genauso, wie ich ihn haben möchte für die Aufnahme. So gefällt mir das gut. Und jetzt werde ich einfach mal ein Foto machen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt habe ich hier nämlich den Effekt, dass ich wirklich so ein bisschen durch das Wasser durchgucken kann, hier unten gerade in dem Bereich. Habe also die Spiegelung da ein bisschen rausgenommen. Ich werde jetzt aber das gleiche Motiv nochmal machen und diesmal den Effekt umdrehen. Diesmal packe ich den Effekt so, dass wir mehr Spiegelung drin haben, dass der Himmel diesmal ein bisschen abgedunkelter wird oben. Und jetzt habe ich hier beide Möglichkeiten drin. Sieht man jetzt ganz gut, wenn man die beiden Bilder vergleicht, wie der Effekt hier unterschiedlich ist. Und natürlich, wie gesagt, kommt es auch sehr darauf an, wie man mit der Kamera im Winkel zur Sonne, zum Licht und so weiter steht. Ich denke mal, ich werde die Perspektive tatsächlich noch mal ein bisschen ändern. Ich stehe irgendwie noch ein bisschen zu weit vom Wasser entfernt und deswegen habe ich hier zu viele von den Steinen im Vordergrund. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt einfach noch ein kleines bisschen weiter nach vorne packen. Also so gefällt mir die Komposition deutlich besser, weil wir jetzt einfach noch ein bisschen minimalistischer geworden sind. Jetzt würde ich tatsächlich, wir haben ja schon im letzten Video über Verlaufsfilter gesprochen, noch einen Verlaufsfilter hier oben drauf packen, damit ich hier die rechte obere Seite einfach noch so ein bisschen abdunkeln kann. Die linke Seite gefällt mir sehr gut, das Haus ist auch gut belichtet, ja, das soll auch ein bisschen dunkler ruhig sein, aber die rechte obere Ecke, da fehlt mir noch so ein bisschen was und deswegen packe ich da jetzt noch einen Verlaufsfilter oben drauf. Jetzt seht ihr mal den Unterschied. Jetzt packe ich mir den Verlaufsfilter oben rein. Und jetzt sieht man gleich, wie sich oben schön der Himmel abdunkelt. Perfekt. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn ich den jetzt komplett gerade drin lasse, dann dunkelt sich hier auch die linke obere Bildhälfte ab. Deswegen werde ich jetzt einfach den Filter zack noch so ein bisschen nach rechts rüber drehen. Und jetzt haben wir ein super ausgeglichenes Bild. So, den Shot habe ich. Ich würde jetzt sagen, wir machen das Ganze nochmal im Hochformat. Gucken wir mal, was wir daraus kriegen. Jetzt ist natürlich immer die Sache, wenn ich einen Poolfilter benutze, dann, wenn ich ins Hochformat wechsle, muss ich natürlich den Poolfilter auch wieder neu drehen und wieder neu anpassen. Weil du wirst es ansonsten gleich sehen, dann sieht das Ganze nämlich richtig komisch aus. Wenn ich jetzt das Ganze einfach mal hier auf Hochkant packe, zack, muss ich natürlich auch den Verlaufsfilter anpassen, ganz klar. Aber als erstes natürlich den Poolfilter. Jetzt kann ich den hier schön wieder so reindrehen, wie ich es gerne hätte. Möchte ich ein bisschen mehr ins Wasser reingucken oder möchte ich ein bisschen mehr die Spiegelung drin haben? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde hier im Moment die Spiegelung eigentlich relativ schön. Wenn ich jetzt den Verlaufsfilter hier wieder anpasse, zack, und das Ganze dann auch noch ein bisschen weiter rausdrehe. Eine Sache, die der Poolfilter auch noch kann, neben den Blautönenverbesserungen, kann er auch noch die Grüntöne verbessern. Und deswegen habe ich jetzt hier einfach mal die Kamera aufgebaut, um dir mal zu zeigen, hier an diesen Pflanzen, an den Grüntönen. Wenn ich jetzt hier nämlich den Poolfilter drehe, dann siehst du, wie jetzt hier die Grüntöne relativ blass sind. Und wenn ich jetzt hier einfach mal weiter drehe,
dann siehst du, wie jetzt hier diese ganzen Spiegelungen auch so ein bisschen rausgehen. Das Licht, was auf die Blätter hier fällt, wird so ein bisschen kompensiert und dadurch kriegen wir hier einen wesentlich schöneren Grünton hin. Ja, jetzt sind sie wieder ein bisschen blasser, weil das Licht drauf fällt und das Ganze drehen wir jetzt weiter, zack, und die Grüntöne wurden an dieser Stelle verbessert. Also auch ein richtig cooler Fakt, wenn du im Wald bist zum Beispiel, dann kann ein Polfilter auch richtig coole Wunder bewirken. Also nimm den auf jeden Fall auch mal mit, wenn du in den Wald gehst. So Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Polfilter, dann postet sie einfach unten in die Kommentare. Und falls ihr Produkte kaufen wollt von Neesee, dann gibt es einen 10% Rabattcode. Den blende ich euch jetzt einfach mal hier auf dieser Seite ein. Da könnt ihr bei Neesee direkt einkaufen. Und ansonsten gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.